Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Malermeister Maxine und heute geht es um die Frage: Ohne Licht keine Farbe. Wir gehen so ein paar Sachen auf den Grund. Warum sehen wir nur welche Strahlenarten? Warum sehen wir überhaupt Farben? Und wir gehen vor allem im Spruch mal ein bisschen auf den Grund: Sind nachts alle Katzen grau? Okay. Das alles nach dem Intro. Viel Spaß. Ja, stell dir einfach mal vor, es regnet, aber es scheint auch die Sonne. Was passiert wohl? Ein Regenbogen entsteht, okay. Ein Regenbogen entsteht dadurch, dass sich die Sonne, also das reine Sonnenlicht, in den Wassertropfen in der Luft, wie durch ein Prisma sozusagen aufteilt in die 6 Spektralfarben, die wir als Menschen wahrnehmen können. So, das ist jetzt schon mal ein bisschen viel Information, aber wir gehen der Sache mal gemeinsam auf den Grund. Ja, diese Strahlen werden dann aufgeteilt in die 6 Spektralfarben und die 6 Spektralfarben, die wir als Mensch sehen können, sind gelb, orange, rot, violett, blau und grün. Die Sonne lacht! Ja, Isaac Newton ist hier wahrscheinlich auch ein Begriff. Der hat zuerst sozusagen drauf geachtet, hat damit rumexperimentiert und hat dafür einen Preis gewonnen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, aber wenn ich hier von den 6 Spektralfarben rede, die wir nur wahrnehmen können, was gibt es denn noch für andere? Also es gibt von den Gammastrahlen bis hin zu dem Rundfunk, ist alles mit dabei, was so um uns rumfliegt. Sie fliegen! Aber wir nehmen nur einen gewissen Teil wahr. Ja, sichtbar sind für uns dann nur die 6 Spektralfarben in dem Wellenlängenbereich von 380 bis zu 750 Nanometern. Das ist das, was wir als menschliches Auge, beziehungsweise was unsere menschlichen Augen wahrnehmen können. Doch warum können wir mit unserem Auge überhaupt Farben wahrnehmen, visuell? Auf unserer Netzhaut, müssen wir dazu wissen, befinden sich ca. 130 Millionen Stäbchen, die für Hell- und Dunkelwahrnehmungen zuständig sind. Also ob etwas hell und dunkel ist. Und zwischen denen befinden sich ca. 7 Millionen Zapfen. Die sind alleine fürs Farbsehen zuständig, für alle Farben, die wir wahrnehmen können. Wer die gezählt hat, ich habe keine Ahnung, wer sich da die Mühe gemacht hat. Die Eindrücke, die wir dann wahrnehmen, werden vom Sehnerv an das Sehzentrum weitergeleitet und die leiten uns weiter ans Gehirn und wir haben ein fertiges Bild. Und jetzt zum Spruch, sind nachts alle Katzen grau? Ist da etwas dran? Wir gehen der Sache mit einem Test auf dem Grund. Dafür gehen wir jetzt einfach mal in den Flur. Im Flur angekommen möchte ich mit euch jetzt mal einen kleinen Test machen. Und zwar schließen wir mal alle Türen, die wir so haben. Und egal in welchem Raum ihr jetzt seid, wenn ihr zum Beispiel jetzt abends da seid, dann ist es perfekt. Wenn ihr jetzt abends habt, dann einfach mal Licht ausmachen. Zack. So, was siehst du denn jetzt? Seriously, what the fuck are you doing? Selbst wenn ich eine Katze hätte, die wäre jetzt auf jeden Fall entweder schwarz oder grau. Egal, ob es eine blaue Katze ist, ob es eine grüne Katze ist, sie wäre auf jeden Fall nicht mehr farbig. Dieses einzige Licht, was hier durchkommt, das würde ein paar Dinge anstrahlen. Diese Dinge würden Strahlen zurückwerfen, die für uns zum Beispiel von der Oberfläche her dann auf einmal rot wirken oder blau. Je nachdem, wie diese Oberfläche dieses Licht aufsplittet und zurückwirft, je nachdem nehmen wir dann auch diesen Farbton wahr. So als kleinen Bonus kannst du jetzt entweder mal ab und zu mal Licht an, Licht ausmachen, Licht an, Licht aus. Nosferatu. Wenn Licht kommt, egal ob es künstliches Licht ist, zack, wird auch eine bestimmte Farbe wieder zurückgestrahlt. Also du siehst dann auf einmal wieder Farben. Zack, machst du sie aus, siehst du alles nur noch schwarz-weiß bzw. schwarz-grau. So, als kleinen Bonus für die Streber unter euch, nehmt euch jetzt einfach mal eine blaue Katze und werft die hier so einmal rein in diesen schwarzen, dunklen Raum. Und ihr werdet feststellen, sie wird nicht blau sein. Ja, sie wird grau sein. Grau oder schwarz. Je nachdem, wie wenig Licht in diesem Raum ist. Wenn du einen richtigen Darkroom hast, dann siehst du die Hand vor Augen nicht. Dann siehst du auch deine blaue Katze nicht. Wenn jemand keine blaue Katze hat, so wie ich, dann besorgt ihr eine und färbt sie ein. So, da sind wir wieder. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, dann schreib es auch gerne in die Kommentare. Gib dem Video einen Daumen nach oben und ansonsten abonniere gerne den Kanal, wenn du es nicht sogar schon gemacht hast. Ich freue mich sehr darüber, aber eigentlich müsstest du es sowieso tun, weil ansonsten siehst du in jeder Katze, die du demnächst siehst, mein Gesicht.